Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Wir machen jetzt dieses URL-Ding hier. Die URL-Rennen sind das Coolste. Nur die Besten werden auf diese Strecken eingeladen. Alles, was zählt, ist das Können. Zufallssieger gibt es hier nicht. Wer nichts drauf hat, fährt besser mit Omas Kombi nach Hause. Ich zeig dir schon, wer mit Omas Kombi nach Hause fährt. Preisgeld 1400, Distanz 1,4. Ist das jetzt ein Turnier oder einfach nur ein einfaches Rennen? Wir schauen mal. Wir übergehen das Ganze und legen los. 1, 2, 3, 4, Horst. Nein, auf die Plätze fertig, Horst, so rum. Ah, noch ein 206er. Der Nost schon. Klopfen wir mal ganz lieb an. Marie, immer eine gute Suppe. Habe ich da nicht gerade das Maggi-Symbol gesehen? Oder war es nur eine Einbildung? Ich meine, ich hätte Maggi gelesen. Oh, ich will ja nicht jetzt Schleifwerbung machen. Unsere Chance kommt noch, die beiden einzuholen. Spätestens jetzt. Ja, der 206er führt souverän. Jetzt nicht mehr. Wie viele Runden? 4. Also ich finde das URL-Rennen, die finde ich geil. Das hat wirklich was hier von Runden auf dem Motorsport-Circuit. So, Wetten in der letzten Runde überholen nämlich alle. Die Lilly wieder. Ist sie auf 206er umgestiegen? Na, oh, jetzt regnet es wieder. Oh, die Kurvenkombi hier, die riecht mich auch ein bisschen auf. Aber ich freue mich schon auf die ersten Rennen, die auf dem Flughafen stattfinden. Ja. Versuch's doch nochmal. Ich fahre mit Stützrädern, wenn ich das erkenne. So. Ach, das ist ein Turnier, okay. Nächstes Rennen, klar, UL sind Turniere, stimmt ja. Vergaß ich ja. Na, die können schon mal nossen. Ey, welche Sau wollte mich da wegdrehen?
4 Runden haben wir. Deswegen bremse ich beim ersten Mal nicht. Ich drehe einfach die Gegner rum. Und schon wieder der 206er. Bestimmt die Lilly wieder. Nein, Matteo. Scheißen Dreck, da habe ich mich jetzt nicht auf die Geradeauskurve konzentriert. Ich war zu sehr mit der Karte beschäftigt. Das ist ein schnelles Rennen. Ein sehr schnelles Rennen. Jetzt kommt meine Lieblingskurve wieder. Und jetzt ist Ryan hinter uns. Matteo gibt's nicht mehr. Der ist irgendwo... Vier schnelle Runden. Letzte Runde. Habe ich fast gedacht, dass in der letzten Runde wieder aufholen. Das haben wir auch geschafft. Yeah! 16 Punkte, gewonnene Rufpunkte 300. Yeah! Neue Ware beim Autohändler, Spezialarmaturen, okay. Spezialteile-Shop. So, fahren wir zum Spezialteile-Shop hin.
Okay, wir können auch eben zum Autohändler fahren. Beziehungsweise wir machen eben noch das UL-Rennen. Und dann fahren wir zum Autoteile-Shop und zum Spezialdings. Da hat sich versteckt, okay. Die UL-Rennen sind das coolste. Naja, das hatten wir gerade schon mal gehabt. Diesmal von Henry. Distanz mehr, aber wir fahren immer noch nicht auf den Flughafen. Also, wie gesagt, daran merken wir, dass das Spiel noch etwas länger dauert. Weil ich weiß, UL-Rennen auf dem Flughafen sind ein paar Stück. Na komm. Sechs Runden? Eieiei. Wenn das sechs Runden sind, dann sind das kurze Runden. Und da ist sie wieder bei der Lieblingskurve. Naja, so kurz ist er auch nicht mit 1,14. 1,16. Also über 6 Minuten fahren wir. Und nicht schon wieder.
Ja, ich bin still. Ich bin gerade mich gerade am Rennen konzentrieren. Deswegen, ich rede erst wieder danach. Letzte Runde. Ja! 7 Minuten. Rufpunkte 0, okay. Was haben wir jetzt bekommen? Fragezeichen, Anführungsstriche oben und unten. Spezialarmaturen. 4 neue Waren im Autohändler. Gut, dann fahren wir zum nächsten Spezialteile-Shop. Und dann machen wir erstmal Schluss für heute. Hey, da liegt Geld. Das meinte ich ja, wir sollten mal wieder ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Aber da frage ich mich, wer macht das von euch eigentlich, wenn ihr Need for Speed Underground spielt? Fahrt ihr dann, Underground 2 meine ich, fahrt ihr dann bei jeder Stufe wirklich das Geld abklappern, die Gegend nochmal neu abklappern? Oder seid ihr froh, wenn ihr das Spiel dann hinter euch gebracht habt? Und dann habe ich noch eine Frage. Was für einen Lieblingswagen habt ihr eigentlich? Ich habe ein paar Stück. Erzähl ich euch gleich. Da was versteckt ist, da fahren wir... Moment. Ist doch ein Rundkurs, ne? Ne, ein Drift. Na, schön für eine kleine Party. Kannst bei dem Drift dir mal zeigen, was du drauf hast. Weißt ja, wie es geht. Na komm, mach mal einen Drift. Da ist ja ein versteckter Drift. Bin mal gespannt. Ich denke mal kaum, dass wir ihn beim ersten Mal schaffen werden. Ja, diesmal haben die uns nicht so krass umgedreht wie das eine Mal.
11.000 hat der erste schon, der Henry. Leck die Kuh doch mal woanders hin. Da, wo keine Sonne scheint. Nein! Das wären 12.000 Ocken gewesen, die fehlen uns gleich. Oh, nee, ne? Jetzt bin ich echt raus. So, wir machen das Ganze nochmal. Ich konzentriere mich drauf. Nein! Ah, ich fange noch mal an. Das können wir hinkriegen. Siehst du? Geschoben und schon 10.000. Echt, da haben wir den 20.000er versemmelt. Die haben uns überrundet. Aber wir sind auf Platz 1. Und es zählt ja nicht ins Ziel zu kommen. Jetzt zählt es wirklich nur die Punkte zu ernten. Ja, Zeit abgelaufen. Wir haben trotzdem gewonnen. Und 100 Rufpunkte. Ja, yeah, wir haben ein neues Fahrwerk, okay. Und wir können aufs Titelbild kommen. Hot 4 sucht noch nach einem neuen Helden, also gib richtig Gas und du bist auf dem Cover. Darf ich erstmal zum Spezialteile-Shop fahren, wo ich eigentlich zuerst hin wollte? Verpasst deinem Auto mit optischem Tuning und einer besseren Halbzeit. Wir kriegen ja... Und sorg beim Rennen für neidische Blicke. Ich würde sagen, wir nehmen die hier. So. Wartet mal eben. Hintergrundfarbe blau. Ziffernrot. Aber ich möchte die Armatur noch verändern. Die Retro, die finde ich so geil. Weiß können wir lassen. Ne, kommt das Rot und den Zeiger so. Ne, Autoglasfolien hatten wir nicht. Scheinwerfer auch nicht.
Und ich möchte noch mal zum Autohändler fahren. Wenn wir das dürfen. Komm, ich fahre noch mal zum Tuning-Shop eben schnell. Ja, Rüdi, du weißt auch nicht, wo du hin willst. Ja, man merkt schon, ich spiele ein bisschen länger heute wieder. So, was haben wir gesagt? Fahrwerk kriegen wir neu. Hey, nur Langweiler fahren ein. Tausch das Serienfahrwerk gegen ein härteres Sportfahrwerk mit mehr Grip. Können wir so lassen? Blablabla. Nitro ist das Glycerin der Rennsportwelt. Bau dir eine Nitro-Einspritzung ein und dein Motor hat extra... Naja, haben wir schon. So, neues Fahrwerk haben wir jetzt auch. So, ich würde sagen, das bauen wir jetzt auch eben schnell noch in unserem SUV ein. Und dann können wir mal eben zum Cover fahren. Rein damit. Ich habe ja gesagt Fahrwerk, ne? Ja. Bla 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 im Hintergrund. Ja. So, den anderen Wagen. Holen wir Yogi und dann nichts. Wir haben zum Stern, der unseren Namen trägt. Und natürlich will Rüdi immer dahin, wo wir nicht hinwollen. Aber ich muss die Farben der Armaturen gleich mal ein bisschen abändern. So, jetzt wollte ich mal abbiegen. Power Slide bekommen. Ah ja, genau. Und dann wollte ich euch ja nur sagen, was so meine Lieblingsautos sind. Hallo Alphonse, wie geht's? So. Natürlich Pontiac 82. Dann ein VW Käfer. Ford Taunus. Eine Ente, also Citroen, wer ist der CV2 oder wie? Habe ich da noch was vergessen? Ein DeLorean, bekannt aus Zurück in die Zukunft, den habe ich auch mal in echt gesehen. Da stand ich mal vor. Jetzt nicht den originalen aus dem Film, aber wann war das? 2009? Da habe ich einen in Essen gesehen. Da habe ich sogar Fotos von gemacht, da stand ich... ganz dicht davor. Boah, da habe ich am liebsten eingestiegen in den Wagen. Und ein Pontiac Firebird 82 habe ich auch mal gesehen. Ist aber auch schon Ewigkeiten, ich glaube 2005 oder sowas, wo ich in Oberhausen in der Sparkasse war. Holtner Markt, da stand da einer. Bin ich auch nicht dran vorbeigegangen, habe leider damals noch kein Fotoapparat gehabt. Ja, nicht schlecht der Wagen. Nee.
So. Hey Mann, der Typ verschwindet gleich. Wird zwar ein eigenes, enges Ding, aber wenn du in den nächsten 2 Minuten nicht erreichst, hast du Pech gehabt. Kann er nicht eine Sekunde warten? So, Rüdiger, komm, die Zeit läuft. Da haben wir schon ein paar Sekunden vertrödelt, nur um jetzt die, den Rüdiger einzuschalten. Ich hoffe, die haben das mit einberechnet. Ey, schon 30 Sekunden weg. Oh, wo schickst du mich denn durch? Ich reagiere nur noch. Aber das müssen wir mit eingeplant haben, weil guck mal, wie viel Zeit wir noch haben. Hey, du wirst in der neuen Hot 4 verewigt. Der Wagen ist gut bewegt worden. Ich würde sagen, die Delfine nehmen im Hintergrund. Ah, der Hintergrund ist geil. Dann bewegen wir den Wagen noch ein bisschen. Ich möchte die Delfine mit drauf haben. Naja, Protzen haben wir nichts. Wir machen ein Foto. Yeah! Hot Force! Wir sind drauf! Und annehmen. Yeah! So, was haben wir jetzt noch? Tuning Shop haben wir, Spezialteile. Ich habe hier doch gerade noch einen Spezialrennen irgendwo gesehen. Wo wir dran vorbeigefahren sind, war das hier irgendwo? Oder habe ich mich da jetzt ganz verguckt gehabt? Ich meine, ich hätte hier ein Rennen gesehen. Einmal volltanken bitte, danke. Die haben geöffnet. Hot Dogs. Nicht schlecht gemacht. Open. Na, wir können aber nicht einsteigen. Aussteigen und reingehen, meine ich. Bacon Hill West. Ich habe doch gerade hier irgendwo ein Rennen gesehen. Müsste ich mir eventuell mal... Nehmen wir mal gerade. Ist ja auch egal. Komm, wir fahren jetzt das nächste UL-Rennen. Flughafen UL, sehr schön. Burger King. Oh, die Stadt sieht einfach nur geil aus von hier aus gesehen, ey. Wow.
Aber wie gesagt, was mir fehlt, ist noch, dass man hier auch noch durch einen Fluss fahren kann. So wie in Underground 1. Ja, komm. Einfach nur göttlich. Sorry, aber ich muss ja jede Ecke mal kurz mitnehmen. Weil ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas versteckt. Auch die Brücke sieht geil aus von hier aus. Und die ganze Neonbeleuchtung. Und wie gesagt, das ist alles nur das Vanilla-Spiel ohne Mods. Oh Mann, Rüdiger. Du bringst mich noch ins Grab, Kleiner. To the airport, please. Hui, knapp vor 3x3. Knapp vorbei mal 3, meine ich. Geht's hier runter und dann... Ja! Kriege ich jetzt noch irgendwie noch Bonus für den Überschlag? Nee, ne? Ja, wir fahren jetzt dahin, wo das Spiel angefangen hat, am Flughafen. Ja klar, sagt er, wir sollen... der Pfeil... Rüdiger ist gut programmiert worden. Na, Cole Harbour ist noch nicht freigeschaltet. Na, man kann auch gar nicht anders runterfahren. Da haben die Programmierer hier blöd die Abfahrten gemacht. Da kann Rüdiger nichts dafür. Mal gucken, ob hier irgendwas versteckt ist, außer natürlich URL-Rennen. Vielleicht hängt hier wieder ein bisschen Geld rum. Ja! 50 noch, das muss noch aus den Anfangszeiten sein, die wir vergessen haben mitzunehmen. Das ist das zweite URL-Rennen. Da ist schon wieder Geld. Schon wieder Geld? Hä? Am Anfang war nicht so viel Geld gewesen, wo wir losgefahren sind. Da sind schon 100. Da ist schon wieder Geld. Und ein Drag am Flughafen. Nee. Wie gesagt, die Drags lassen wir so weit wie es geht aus. Ich hasse die Teile. Bei Underground müssen wir die leider machen. Bei Underground 2 kann man sich das zum Glück aussuchen. Komm, wir fangen mit dem unteren URL-Rennen hier an. So, da die müssen länger werden, machen wir hier jetzt mal Pause und sagen bis gleich.